Liu Bei besiegt zwar Sun Yu in Runan, aber Cao Caos Armee nimmt während Liu Beis Abwesenheit dessen Stützpunkt in Zhou ein. Ohne Rückzugsmöglichkeit kann sich Liu Bei nur noch an Liu Bao wenden, den Herrscher der Provinz Ying. Er leiht sich von ihm die Burg Xinye als Stützpunkt und bereitet sich auf einen Überfall durch Cao Caos Armee vor. Also, was machen wir als nächstes? Hat jemand einen guten Vorschlag? Überall haben die Höfe ihre Arbeiter im Krieg verloren. Es gibt nicht genug Leute für die Ernte. Wie wäre es, wenn unsere ganze Armee den Bauern helfen würde? Da es in letzter Zeit keine Schlachten gab, sind die Soldaten nicht gut in Form. Ich sollte sie wieder einem sehr harten Drill unterziehen. Sie werden bald fit sein. Liu Bei, lasst uns Soldaten rekrutieren, um diesen Rebellen Cao Cao zu stürzen. Wenn wir unsere Ziele deutlich machen, werden uns viele folgen. Bruder, entscheide, was zu tun ist. Ich habe mich entschieden. So machen wir es. Ja, Herr. Was soll das für ein Angriff sein? Ein bisschen mehr Begeisterung, bitte! Als Herrscher über Song Yuan plant Cao Cao die Zusammenlegung der Provinz Ying mit Wu. Als erstes befiehlt er seinem Vasallen Cao Ren, Xinye anzugreifen. Liu Bei fühlt sich ohne einen fähigen Kriegsherrn verwundbar. Er bittet den genialen Strategen Su Geliang, der zurückgezogen in Wulongbun in der Provinz Ying lebt, um Hilfe. Jetzt haben wir schon zum dritten Mal diesen Weg zurückgelegt, um Su Geliang zu finden. Wann werden wir den besten Kriegsherrn im ganzen Land denn unendlich kennenlernen, Bruder? Aber sag mal, glaubst du wirklich, er kann zaubern? Das wäre ja unglaublich. Das würde ich gerne sehen. Das Mandat des Himmels. Bewegt sich das, hä? Ja, ihr sollt uns helfen, bis Liu Bei, der Sprössling des kaiserlichen Clans, das Han-Reich wieder zum Blühen bringen kann. Zum Blühen bringen? Du meinst ein neues Reich errichten? Hey du, hör doch zu, wenn man mit dir spricht. Wir haben gesagt, du musst uns mit aller Kraft helfen, Cao Cao aufzuhalten. Vergisst es. Ihr habt keine Chance. Da könnt ihr jeden in der Hauptstadt fragen. Jeder kann euch sagen, dass das Mandat des Himmels auf Cao Cao übergegangen ist. Das Mandat des Himmels. Mir egal, ob ihr der beste Stratege der Welt seid oder ein unbesiegbarer Zauberer.
Wie könnt ihr nur behaupten, das Mandat des Himmels wäre auf diesen herzlosen Tyrannen Kao Kao übergegangen? Das Reich des Himmels und die Rettung des Hangreiches sind mir vollkommen egal. Das Einzige, was ich zurück will, ist Dio Chan. Liu Bei, was? Was sagt ihr da? Ihr habt meine Antwort noch gar nicht gehört. Da brauche ich noch nicht mal zu fragen. Hä? Ich werde mit euch sein. Zu euren Diensten. Mein Herr, der Feind kommt näher und wir müssen Vorbereitungen für die kommende Schlacht treffen. Gut, beginnen wir mit dem Kriegsrat. Dem Spättrupp zufolge befindet sich der Feind jetzt hier. Kao Kao bereitet seinen Angriff aus der Hauptstadt vor. Für einen Gegenangriff müssen wir die Truppen von Kao Ren vernichten und Kao Kaos Armee von Anfang an demoralisieren. Wenn sie hier durchbrechen, verlieren wir unsere Position zur Gegenoffensive. Wir werden siegen, wenn wir alle feindlichen Einheiten in die Flucht geschlagen haben. Wenn der Feind es bis zu diesem Punkt schafft, haben wir verloren. Schön. Hat jemand einen Vorschlag? Also, ich habe mir drei Strategien überlegt. Guan Yu, Cao Yun und ich werden jeweils eine vorstellen. In so einem Krieg ist eine Falle am effektivsten. Wir sollten hier eine Felsenfalle aufbauen und den Feind hineinlocken. Die Falle wird so sein, dass unsere Einheiten sie nicht auslösen können. Hier kommt noch ein anderer Plan von Suge Liang. Meine Strategie sieht vor, den Feind bis hierhin zu locken, wo wir eine Grube ausgehoben haben. Mein Herr Liu Bei, ihr solltet hier als Lockvogel warten. Suge Liang hat mir diesen Plan anvertraut. Wir locken den Feind in dieses Minenfeld. Die Minen werden explodieren und der Feind mit einem Schlag vernichtet. Als Lockvogel wirst du, Bruder, hier Stellung beziehen. Liu Bei, wählt eine Strategie. Ich habe mich entschieden. Auf in den Kampf! Ja, Herr! Kämpfen, auch wenn es mein Leben kostet. Was? Cao Yuan? Du bist ein würdiger Gegner! Ja! Ja, ich habe Cao Yuan besiegt! Du musst dein Temperament zügeln! Geschafft!
Die Feinde von Xiahu Yuan werden vernichtet! Sinniger Fehler! Jetzt kennst du meinen Zorn aus erster Hand! Unvorsichtig! Versucht nicht euch zu verstecken! Seht ihn an! Den mächtigen Shao Yun! Ja, wie mutig! Aber du wirst sterben! Bring it on!
verloren. Das Schwert der Gerechtigkeit irrt nie! Thank you.
Mein Bruder! Verzeiht mir. Wir haben diese Schlacht verloren. Für alle! Tja, ich werde mich rächen! Ich bin gleich da. Niemand von euch wird mich jemals besiegen. Verzeiht mir, ich habe verloren. Feindlichen Einheiten wurden vernichtet. Es lief nicht wie erwartet. Zieht euch erstmal zurück. Verdammt, wir haben gegen sie verloren. Das werden wir nie vergessen.
Warum bist du vorausgestürmt? Tut mir leid. Ich habe einfach rot gesehen. Unsere ganze Operation wäre deinetwegen fast schiefgegangen. Verzeih mir. Ich trau diesem Neuen einfach nicht, diesem Sugeliang. Zhang Fei! Vielleicht hast du recht. Durch den Sieg, den unsere Armee in dieser Schlacht errungen hat, ist sie stärker geworden. Weissagung? Die Frau, die die Vorsehung schickte, bringt Zerstörung. Ach, das. Ich glaube, die Frau, die die Vorsehung schickte, bin vielleicht ich. Diochan, verliere nicht den Mut. Ich werde dich retten. Du musst mir glauben. Nein, hör jetzt zu. Ich habe dir etwas verheimlicht. An jenem Tag wurde auch vorhergesagt, dass Cao Cao die Weltherrschaft erobern würde. Er hat das Mandat des Himmels. Bist du sicher? Cao Cao? Der Himmel ist auf seiner Seite. Du darfst ihn nicht mehr bekämpfen. Das kann nicht wahr sein. Das kann ich nicht glauben. Das werde ich nicht glauben. Wie kann der Himmel Cao Cao über mich stellen? Warte, Diochan!